Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Einrichten mit Riol. Wie ihr seht, bin ich hier in diesem staubigen, tristen Keller, den ich bereits mit einigen neuen Redstone Lamps aus dem Snapshot 12W08A ausgestattet habe. Und diesen Keller, den wollen wir heute in einen spannenden Hobbykeller verwandeln. Und dann legen wir direkt mal los. Anfangen wollen wir mit einem Fernseher, für welchen ich mir diese Ecke hier ausgesucht habe. So, dann gehen wir mal zu unserer schlauen Kiste, die alle unsere Materialien enthält. Und wir brauchen dafür 2 Glowstone, 2 Bookshelves, ein Painting, 2 Sticky Pistons, 2 Netherbrick Fans und 2 schwarze Wolle. Ich habe das mit dem Glowstone schon vorbereitet, denn ich habe sie hier in die Wand eingezimmert. Um den Fernseher in der Luft zu halten, dienen die 2 Netherbrick Fans als Halterung. Die Sticky Pistons kommen dran. Ich setze sie gerade mal richtig. So, das Bild kommt jetzt da vorne als TV-Bild. Es kann jetzt wieder ein bisschen dauern, bis ich ein Doppelbild erwische. Jetzt ist die Pisten kaputt gegangen. So, da haben wir es auch schon. Die Bookshelves dienen als kleiner Bücherschrank unten drunter. Und die 2 schwarzen, beziehungsweise 4 brauchen wir, dienen als Boxen. So, damit wäre der Fernseher geschaffen und der hat jetzt auch eine schöne Ambilight-Funktion, wie wir hier sehen können. Er hält also das Zimmer ein bisschen. Weiter geht es mit der Sitzcouch, die wir jetzt bauen werden. Dafür brauchen wir 9 Bookshelves und 7 Wooden Stairs. So, als erstes setzen wir die Bookshelves da und dahin. Mit dem neuen Snapshot könnten wir die Treppen jetzt auch an die Decke haften, was einen netten Look bringt. 3 oben hin, 2 dahin und hier kommen jetzt wieder 2 Bänke und ein Bookshelf und hier 4 Bänke und ein Bookshelf. Falls ich mich verrennt habe, bitte entschuldigt mich oder entschuldigt es mir. So, für den Tisch bereite ich jetzt schon mal die Löcher vor. Die Materialien holen wir gleich aus unserer Kiste. Also wenn ihr dieses Loch habt, dann braucht ihr nur noch 6 Wooden Stairs. Und ein Material, was ihr halt als kleine Decke benutzen könnt. So. Da füllt ihr jetzt erstmal euren Tisch aus, so wie er sein soll. Wir wollen ihn 3x2 Blöcke haben oder 2x3. Und gehen jetzt von unten lang und setzen die Pisten, die Treppen, Entschuldigung, von unten an die Bookshelves. Diese Kuhle könnt ihr natürlich jetzt wieder füllen. Dafür habe ich den Stone jetzt in der Kiste gelassen. Jetzt komme ich gerade nicht die Treppe hoch. Wir holen den Stein, gehen nochmal kurz runter und verschließen die Baukuhle wieder. Jetzt können wir oben die Bookshelves abreißen und wir sehen, die Sitzecke plus Tisch ist fertig. Als nächstes wollen wir uns der kleinen Bar, die Hobbybar, widmen. Dafür werfe ich ganz kurz einmal die Materialien, die wir noch übrig haben von meinem Creative Mode Dasein, weg. Für die Bar brauchen wir eine Trapdoor, 3 Wooden Planks und 3 Lever, 3 Schalter. Die Wooden Planks, die legen wir so hin, beziehungsweise könnt ihr auch 4 nehmen, damit es schöner aussieht. Die Trapdoor als kleinen Bareingang und die Lever, die dienen als Zapfhähne für das Gebräu, was ihr trinken möchtet. Wer möchte, kann das Ganze auch noch mit Dispensern verkabeln, mit Redstone, sodass er auch wirklich was dabei rauskriegt. Jetzt könnte man sich theoretisch hier schön ein Bierchen zapfen. Das letzte und auch das kleinste, was wir heute bauen wollen, ist eine Nintendo GameCube, für welche wir eine Purple Wool, also eine lila Wolle, ein Schild und eine Trapdoor brauchen. Die setzen wir natürlich neben den Fernseher, nicht hier und dahin. Die Trapdoor, das dient als CD-Einlage, wenn ihr eine CD reinlegen wollt, so. Und natürlich fehlen noch die Anschlüsse, also GameCube und jetzt die Controller-Anschlüsse
4 hat sie, wenn ich mich richtig erinnere. Und fertig. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch richtig gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen oben lässt. Und falls es euch nicht gefallen hat, dann drückt doch ruhig runter, damit ich sehen kann, wie es euch gefällt. So, und jetzt kommt ihr in Frage, und zwar, was wollt ihr als nächstes sehen? Wollt ihr die Küche oder wollt ihr das Badezimmer mit funktionierender Badewanne und Dusche sehen oder lieber die Küche mit mediterranem Styling?